Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen, das Desktop Dungeons heißt. Kennengelernt habe ich das Ganze selbst durch YouTube und zwar durch einen Let's Player namens Mr. Glacier LP. Den Link zu dem Kanal findet ihr in der Beschreibung. Dort findet ihr auch ganz viele Let's Plays dieses Spiels. Und es handelt sich dabei um einen Dungeon Crawler und das Ganze ist Freeware, also vollkommen kostenlos und macht irrsinnig viel Spaß. Das Spiel ist, wie ihr seht, etwas einfacher aufgebaut, von einer Firma programmiert, die sich, ich glaube, Quarter Circle Forward nennt. Und wie ihr hier unten an der Versionsnummer seht, es ist eine Alpha-Version. Irgendwann ist wohl auch geplant, das Ganze als Vollversion rauszubringen und dann wird es wohl auch was kosten. Aber diese Alpha-Version ist kostenlos und spielt sich sehr, sehr gut. Ihr könnt auswählen als erstes euer Volk. Da gibt es Menschen, Elfen, Zwerge, Halblinge, Gnome und zwei, die ich noch nicht freigespielt habe. Jedes Volk hat verschiedene Vorteile, unterschiedliche Vorteile, die seht ihr dort unten. Elfen konvertieren Fähigkeitsglyphen zu maximalen Mana-Bonus und so weiter und so fort. Dann könnt ihr eine Klasse auswählen, Kämpfer, Dieb, Priester und Zauberer, und auch dort könnt ihr dann weitere Klassen freispielen. Also der nächste Stufe vom Kämpfer wäre dann der Berserker und so weiter und so fort. Und wie ihr seht, habe ich mich schon mit Kämpfer, Dieb und Priester ausgetobt, aber noch nicht mit dem Zauberer. Das holen wir jetzt gleich nach. Als drittes können wir uns noch angucken, was wir spielen wollen. Wenn ihr das zum ersten Mal spielt und neugierig seid, empfehle ich euch, spielt das Tutorial. Das macht eigentlich ganz Spaß und erklärt euch relativ schnell die grundlegenden Sachen dieses Spiels. Wir gehen jetzt aber auf Normal und starten mal ein Spiel. Das Wichtigste erkläre ich euch in Kürze. Hier habt ihr einen Überblick über das Spiel. Ihr habt hier einen Charakter, der durch diesen Dungeon, also diesen Kerker, dieses Verlies läuft und dabei immer mehr entdeckt und die Sicht quasi frei macht. Also alles, was hier schwarz wird, wird natürlich dann enthüllt. Diese Fragezeichen hier, das sind ein Skill, eine Fähigkeit des Zauberers. Der sieht, wo sich die Zaubersprüche befinden auf der Karte. Hier ist unser Magier, er heißt Anna und hat einen Bart. Geld, ja, das, die Gläubigkeit, also man kann hier zu Göttern beten und dadurch sich Boni holen. Anzahl der Heilung, Anzahl der Mana-Portionen, also Flaschen, wie auch immer, könnt ihr trinken und euch damit wieder aufladen. Den Schaden, den wir machen, das Level, was wir haben, wie viele Erfahrungspunkte wir haben, beziehungsweise uns noch fehlen zum nächsten Level, Anzahl unserer Lebensenergie, unseres Manas, und hierhin kommen die Zaubersprüche. So, soweit so gut. Bewegen wir uns mal weiter. Hier haben wir schon unseren ersten Zauberspruch. Können wir aufnehmen. Er erscheint dann hier. Können wir dort auch einsetzen. Und hier können wir rüberlaufen und dann sammeln wir das auch direkt ein. Das ist also erhöht in dem Fall die Lebensenergie. So, wenn wir ein Monster angreifen wollen, sollten wir darauf achten, dass es entweder unser Level hat oder höchstens ein Level über uns. Hier ist ein Level 1 Monster, das greifen wir an. Ich greife mal mit einem Feuerball an, klick an, klick dort an und habe den geschossen auf diesen Warlock. Also Hexenmeister. So, jedes Mal, wenn wir ein neues Feld betreten und nicht volle Lebensenergie und Mana haben, laden wir uns wieder auf. Das sind die Punkte, die da jetzt so rüberfliegen. Ja, und das ist eigentlich das Wichtigste. Hier sind noch ab und zu Shops, da können wir einkaufen. Ja, und nützliche oder weniger nützliche Sachen holen.
Ja. Nun gut. Dann wollen wir mal weiter gucken. Hier ist eine Schlange. Die greife ich eigentlich nicht so gerne direkt an. Die werden wir auch mit dem Feuerball angreifen, sonst vergiftet sie uns. Okay. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr merkt schon, das hat sehr viel damit zu tun, dass man einigermaßen strategisch vorgeht. Ich kann hier auch meine Sprüche vernichten und sie in Mana-Energie in dem Fall, beziehungsweise Mana-Tränke umwandeln. Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Genau. Tja. So, hier ist ein erster Altar. Wir gucken mal an. Tiki-Tokai. Was der uns für Benefits gibt hier. Gold. Nein, passt nicht so ganz. Ja. Jo, jetzt sind wir vergiftet. Jetzt müssten wir rein theoretisch uns heilen, um wieder Lebensenergie zu bekommen. Da warte ich aber mal. Weil wir haben ja noch relativ volle Lebensenergie. Ah ja, hier stoßen wir auf den Endgegner dieses Dungeons. Der Gute sagt zu uns, typisch. Da nehme ich mal einen Moment für mich Auszeit und lehne mich zurück in meinem Stuhl beim Kamin. Und ich genieße ein bisschen Bartstreichelei. Und dann kommt irgendein blöder Held vorbei und stolpert hier vollkommen uneingeladen herein. Ich würde dir einen Sherry anbieten, aber das gute Getränk ja, ist es nicht wert, deinen Toten. Ah ja, ist es nicht wert, an Tote verschwendet zu werden? Und dein Eindringen hier ist einfach nicht zu vergeben. Ja, und jetzt zeige ich dir eine kleine Lektion. Grüße, Equitas. Hier können wir uns auch schon mal angucken, wenn wir ihn jetzt angreifen würden, wären wir wahrscheinlich tot. Der Gute macht 112 Schaden, hat 318 Lebensenergie und eine magische Attacke und er hat einen coolen Bart, steht hier zumindest. Tja, nett. Hier ist ein Level 1 Monster, das können wir direkt angreifen. Ja. Und ein weiterer Altar. Ah ja. Nee, den wollen wir auch nicht. Mal gucken. Es gibt immer drei Altare in diesem Spiel. So, ich will eigentlich nicht so viel erforschen, weil das ist ja alles Lebensenergie, was da rein theoretisch. Naja, gut, greifen wir den einfach mal wieder an. Jetzt heilen wir uns. So, jetzt müsste das gleich klappen mit dem Kollegen. Ah, nee, wir gucken erstmal. Ah, das ist sogar den, nehmen wir, den Packmaker. So. So.
jedes Mal, wenn wir aufsteigen, kriegen wir da 20 von dieser Gläubigkeit, wie auch immer. Ja, das ist ganz nett. Was gab es hier nochmal? Okay. Ja, im Hintergrund hört ihr übrigens Royalty Free Music. Diesen Tipp habe ich ursprünglich mal von der guten Marlene 55M oder 55M bekommen. Auch ihren Kanal findet ihr in der Beschreibung. Sie ist sozusagen eine Adventure-Expertin, eine Point-and-Click-Adventure-Expertin. Und ich gebe diesen Tipp immer gerne weiter. Das ist also lizenzfreie Musik, die ihr zum Untermalen eurer Videos benutzen könnt. So, ja. Ach ja, meine Lieben, was machen wir hier? Mal gucken. Wir haben schon 40. Kriegen wir 42. Das ist doof. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Jo. Jetzt benutze ich einmal diesen Skill, um mich hier aufzuladen. Das passt dann schon. Nein! Einmal zu viel geklickt, aus Versehen. Und so schnell gehen wir dahin. Ja, eigentlich wollte ich das gar nicht. Hier seht ihr dann die Zusammenfassung. Ja, und liebe Grüße an Glacier an dieser Stelle. Du siehst, es geht noch viel schlimmer. Wie ärgerlich. Es war nur ein Klick zu viel. Also da wird man auch nicht vorgewarnt. Wir starten einfach nochmal. So. Ich mache mal ein bisschen schneller hier und guck mal, dass wir schnell wieder aufholen. So. Nee, das wollen wir nicht. Glowing Guardian. Bin mir nicht so sicher. Das konnte der nochmal. Naja, der heilt uns und beschützt uns, aber irgendwie auch nicht so ganz das Wahre. Ja. Ach je, ja, da müssen wir jetzt hier... Bleibt uns nichts anderes übrig, als gegen die Level 2 anzutreten. Ich weiß nicht, ich glaube, das schaffen wir gar nicht. Ja? Was ist das denn? Tja, ich würde mal sagen, das ist ein unschaffbares Level, wa? Tja, es ging ja nur nicht anders. Ein letztes Mal probieren wir das Ganze noch. So, da hat uns direkt ein Gnom begrüßt. Level 1, der hat nicht lange überlebt. Ah, ich muss mal. So, einen Trank benutzen. Ja. Nee, klappt noch nicht so ganz. So. Ja, wenn ihr gerne knobelt und Freude daran habt und auch an solchen Spielen, dann kann ich euch dieses Spiel nur empfehlen. Wie gesagt, es ist kostenlos. Es macht unglaublich süchtig, finde ich. Und es ist auch sehr kurzweilig. Man kann es mal eben anmachen, gucken. Ja, gucken, ob man Freude dran hat oder ob man den Dungeon schafft.
Und ja, es ist schnell gespielt und deswegen eben auch ja, ganz angenehm. Kann man mal eben so nebenbei machen. Muss man sich nicht so drauf konzentrieren. Tja. So, aber es sieht schon wieder nicht so gut aus. Mal gucken, die Erdnote. Zerstören. Dann nehmen wir das hier. Jo. Gut. Ja, sehr nett. Ja, ach so, apropos Rätsel. Wenn ihr ein Rätsel mögt, ich hätte da eins, was ich erst neulich gehört habe. Und zwar werde ich euch das mal stellen und wenn ihr die Lösung wissen möchtet, die werde ich euch dann in der nächsten Folge geben, damit ihr ein wenig Zeit habt zum Rätseln. Ich fand das Rätsel sehr interessant, vielleicht kennt ihr es auch. Und nicht schummeln und nachgucken, ich weiß nicht, vielleicht würde man das auch bei Google finden, ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber es hat mir tatsächlich jemand erzählt. So. Und zwar ist es so. Vor euch ist eine Weggabelung. Und ihr wisst, dass ein Weg in den Tod führt und der andere ins Leben. Vor jedem Weg steht ein Wächter. Der eine sagt immer die Wahrheit und der andere lügt immer. Ihr habt eine Frage frei, die ihr einem Wächter stellen dürft. Ihr wisst natürlich nicht, welcher lügt und welcher die Wahrheit sagt. Und durch diese eine Frage müsst ihr herauskriegen, welchen Weg ihr nehmen könnt in die Freiheit. So. Ja. Mal sehen. Ich bin gespannt. Ob ihr das herausfindet. Vor allen Dingen so alleine. Jetzt geben wir natürlich keine Lebensenergie mehr. Schon. Ach doch, da unten ist noch ein Feld. Sehr schön. Das sollte reichen. Ja, reicht. Und wir sind Level 3. Diesmal sieht das etwas besser aus. So, gucken, wen nehmen wir denn da? Nein! Schon wieder einmal zu viel geklickt. Ach du je, ach du je. Also, okay. So viel dazu. Ich wollte euch einen kleinen Überblick geben. Ja, man muss aufpassen bei diesem Spiel. Man sollte vielleicht nicht so viel nebenbei reden. Das passt schon. Es macht echt Spaß. Ja, guckt mal, wie weit ihr kommt. Das ist übrigens, die Schwierigkeit nimmt übrigens zu. Als Kämpfer ist es doch schon etwas einfacher als Berserker und so weiter. Und ja, ich hoffe, wir knacken nächstes Mal den Zauberer. Ja, liebe Grüße und vielen Dank fürs Zugucken. Ciao!